Diese Woche reden wir mit euch ganz viel darüber, dass es total cool ist, dass nicht alle Menschen gleich sind. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Einer, der das sehr gut weiß, ist Leo. Leo ist 9 Jahre alt und erzählt euch jetzt von seiner Schwester Mari. Mari ist 7 und hat das Angelman-Syndrom. Was das genau ist, erzählt euch Leo jetzt selbst. Das ist eine Behinderung. Sie kann nicht reden, sie kann nicht flüssig laufen, sie gibt nur Geräusche von sich. Leute, die diese Behinderung haben, sind meistens sehr fröhlich. Aber es gibt auch Momente, in denen Mari nicht so fröhlich ist. Ganz im Gegenteil, manchmal wird es sogar richtig gefährlich. Sie kann zum Beispiel Anfälle kriegen. Das ist wie ein tiefer Schlaf. Sie hat aber trotzdem die Augen da auf. Dafür braucht man halt Medikamente, um sie wieder da rauszuholen. Wir haben auch schon ein paar Mal deswegen Notarzt gerufen, weil das kann rein theoretisch auch in die Hose dann gehen. Deswegen rufen wir dann auch den Notarzt, wenn sowas passiert. Leo hat sich daran schon gewöhnt und für ihn ist es auch nicht wichtig, ob Mari eine Behinderung hat oder nicht. Für ihn ist Mari einfach seine Schwester. Sie ist einfach ein wunderbarer Mensch. Es ist cool mit ihr. Es ist aber auch manchmal hart, weil manchmal nervt sie halt und zieht einen an den Haaren oder was, weil sie die Aufmerksamkeit von jemandem haben will. Ja, weil sie halt nicht sprechen kann, genau. Und ja, Mari kann nichts dafür. Sie macht das nicht mit Absicht. Die will dir nicht wehtun. Und ganz ehrlich, manchmal nerven und an den Haaren ziehen, das machen doch viele jüngere Geschwister, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Aber eine Sache gibt es, die Leo so richtig stört. Aber das ist nichts, was Mari macht, sondern andere Kinder. Also wenn andere Kinder dich auslachen, das ist einfach scheiße. Zum Beispiel auch im Urlaub haben die dann zu Mari gesagt, Zombie, Zombie, und stellt euch mal vor, ihr steht da und man läuft um euch herum und sagt Zombie, Zombie. Wie ist das für euch? Das verstehe ich einfach nicht, weil es ist einfach ein normaler Mensch praktisch. Außer, dass sie halt nicht ganz genau ist wie wir anderen. Dafür kann sie halt auch nichts. Leo hat da gerade was ganz Wichtiges gesagt. Seine Schwester ist ein ganz normaler Mensch. Und Leo hat noch eine ganz wichtige Nachricht für euch. Kinder mit Angelman-Syndrom sind toll. Sind einfach tolle Menschen. Denen kann man nicht böse sein. Ich jedenfalls nicht. Wow, Leo, ganz, ganz großen Respekt vor dir. Richtig toll, wie du zu deiner Schwester hältst.